Ja, willkommen zurück. Hallo, nicht beißen. So, wir wollten nach einer Gausel. Erstmal mal gucken, was es da so Schönes gibt. Tja, hier. Und wo die Marlena ist. Dächer klopfen. Die sie irgendeiner gesehen hat. Na, erstmal egal. Wir gehen jetzt erstmal zum Einar Gausel, den alten Zausel. Und der wohnt da links. Da ist wohl die Tür. Nein. Noch eine Tür, hier ist noch eine Tür. Viertel der Anderlinge. Hey, Moment mal. Vielleicht ist die Marlena ja hier hingerannt. Hallo. Bedien mich mal. Sehr nett. Sehr freundlich. Da. Mal was drinne. So. Was führt dich zu mir, weißer Wolf? Fühl dich ganz wie zu Hause. Kenne ich dich? Ich habe viel von dir gehört und noch mehr gelesen, in Briefen der riefschen Diaspora. Freut mich, dich kennenzulernen. Ena Gausel, ich handle mit Kuriositäten und bin für die Gemeinschaft der Anderlinge tätig. Bücher in Flotsam? Das ist doch kaum ein einträgliches Geschäft. Och, hier kommen viele Fremde vorbei. Die kaufen und verkaufen manchmal welche. Sheila de Tankerville zum Beispiel war gestern hier und hat eingekauft und ausgegeben, wovon andere ein Jahr leben. Hat sie denn was Interessantes gekauft? De Vermis Mysteriis, Traktat aus Lahn Exeter, Gesamtausgabe und ein sehr teures Buch, dessen Titel ich nicht nennen möchte. Und dann hat sie lobenswerterweise noch für die Gemeinschaft gespendet, genauer für die Witwen- und Waisenstiftung. Die Anderlinge in Flotsam sind organisiert? Eigentlich nicht, wir helfen uns nur so gut wir können. Ich bin Steuereintreiber und Überbringer von Loredos Verfügungen. Dann hat Jorvet dich bestimmt im Visier. Da magst du recht haben. Er hat mich mehrfach gewarnt. Ich habe ihm zwar oft erklärt, weshalb das, was ich tue, wichtig ist, aber wir reden aneinander vorbei. Tja, er ist das Schwert, ich bin die Feder. Verschiedener geht es wirklich nicht. Weißt du, früher war es einfacher. Aber dann verschwanden ein paar Elfinnen. Da vertrauten wir den Menschen und den Eichhörnchen nicht mehr und sie hörten auch auf, uns zu vertrauen. Hat man die Elfinnen denn gefunden? Nein. Vermutlich von Neckern getötet. An Muriel erinnere ich mich noch gut. Sie hatte so blütenweiße Hände. Ein schönes Paar war das, sie und ihr Freund. Ja, oh, ich hätte gerne eine andere Frisur, tatsächlich, das geht. Lass uns doch Ich erstmal möchte würfeln. würfeln. Spielen wir? Ja. So, gehen wir in die Vollen, ja. Na dann werfen wir mal die Würfel. Drei Sechsen. Da können wir doch glatt welche Dicke erhöhen hier. Nochmal erhöht. Na, da ist ich aber sicher. Mal gucken. Ah, das macht schon mal vier Sechsen. Tja, das war ein Unentschieden. Was haben wir jetzt? 2-2. 2-4. Das ist mir zu gefährlich. Was hat er da drüben?
Zwei Vieren, zwei Fünfen. Na dann, toi, toi, toi. Haben wir 4 Zweien. Und wir haben gewonnen. Ha. Ich hab verloren. Das Geld gehört mir. Da hast du es. Ich spiele nicht mehr gegen dich. Gegen wen kann man denn hier noch gewinnen? Der Beste ist Segota. Wir werden sehen. Nein, komm her, wir wollen was kaufen. Darf ich mal einen Blick auf deine Bücher werfen? Natürlich, lass dir Zeit. So, was haben wir denn? Oh, ganz viele Bücher. Aber wir sollten erst mal gucken, dass wir was... finden. Erscheinungen Ertrunkene. Das Buch brauchen wir auf jeden Fall. Und Endriagen. Die beiden Bücher brauchen wir auf jeden Fall. So. Dann nehmen wir noch mehr Bücher mit, oder? Das Tal der Blumen. Aufstand bei mir. Der Kairan. Eine Monographie. Die Geschichte Markhams. Haltigkeit, Magiekunst, Thematische Dynastie. Da können wir Erscheinungen auch noch mit. Die Bücher hier sind nicht ganz so teuer wie im ersten Teil. Also noch nicht. Bruder heute. Der Hexer. Lecker im Nebel. Von Detel. So, gut. Jetzt haben wir ganz viel Geld ausgegeben. Jetzt gucken wir uns erstmal die beiden an. Und zwar... Bücher. Ich brauche Ertrunkene. Es kommt vor, dass ein ertrunkener Mensch als Monster wiederkehrt, um die Lebenden zu plagen. Der Untote zieht seine Opfer unter Wasser, reißt sie beim Ertrinken mit scharfen Krallen in Stücke und verspeist sie wie Geschnetzeltes. Solche Kreaturen nennt man Ertrunkene. Besonders häufig findet man sie am Pontar, der sie dank Schiffsverkehr und Besiedlung der Ufer mit Nahrung versorgt. So, kann ich eigentlich... Ich würde ja gerne mal... Gewicht. Hm. Okay, warten Sie mal. Schauen wir mal. Neckar im Nebel. Das ist eigentlich interessanter. Man stelle sich einen Ertrunkenen vor, der Tunnel graben und auf Bäume klettern kann, der noch böser ist und verbissener kämpft, der Überraschungsangriffe stets im Rudel ausführt. Das wäre ein realistisches Bild vom Neckar. Diese Wesen, primitiv oder nicht, sind der Schrecken der Wälder, von Mensch und Tier gleichermaßen gefürchtet und gemieden. Neckar sind keine Einzelgänger, sie schließen sich zu Stämmen zusammen, damit sie auch stärkere Gegner besiegen können. Im Kampf gegen Neckar kann ein Hexer sämtliche Techniken einsetzen. Wirksam sind unter anderem Zeichen, Fallen, Bomben, Gifte und blutungssteigernde Öle. Neste von Neckar zerstört man mit Hilfe der Bombe Kartätsche. Aha, da jetzt haben wir die richtige Bombe. Müssen wir bloß mal rausfinden, wie wir die bauen, nicht? Riten, die hatten wir doch eigentlich schon. Na egal. Haben wir gerade? Moder heute. So, das ist auch noch ein Dingsbuch. Eins von solchen. Bestien. Moderhäute sind Nekrophagen, sie fressen also vorzugsweise Kadaver, verschmähen aber auch lebende Beute nicht immer. Man findet sie bei Schlachtfeldern oder Ansiedlungen, die von Epidemien oder Hungersnöten heimgesucht werden. Sieht man eine Moderhaut, kann man davon ausgehen, dass noch mehr in der Nähe sind. Sie erscheinen urplötzlich und können noch schneller verschwinden, wenn sie Gefahr wittern. Darum ist es schwer, alle auf einmal zu töten. Besser schneidet man sie einfach von ihrer Nahrungsquelle ab, indem man alle Kadaver und Leichen in der Gegend verbrennt. Nicht vergraben. Moderhäute können prima buddeln. Haben sie nichts mehr zu beißen, ziehen sie weiter und versuchen ihr Glück woanders. Dann haben wir noch die Erscheinungen. Die hätten wir vielleicht auch vorher durchlesen sollen. Erscheinungen sind nicht, wie einige behaupten, die Auskristallisation bestimmter Ängste. Sie sind sichtbar, greifbar und gefährlich. Die Priester lehren, dass Menschen zu Erscheinungen werden, wenn sie plötzlich sterben, ohne bestimmte wichtige Angelegenheiten erledigt zu haben. Erscheinungen haben also Ziele. Manchmal sind sie sich dessen gar nicht bewusst. Häufiger jedoch verfolgen sie
sie ohne Rücksicht auf die Lebenden. So, Kult der Meditele. Magiekunst. Krankenakten. Tja, jetzt sind die Bücher nicht mehr hier. Wartet mal, verlassen drücken. Müsste jetzt gleich neue Einträge kommen, oder? Nicht? Ist aber komisch. Lasst mal was gucken. Bimpen war das bei J, ne? Monster. Ja, da sind sie ja. Die Moderhaut. Ein Necker. Ach, das sind die hässlichen Viecher. Okay. Und die Erscheinung, mit denen hatten wir auch schon zu tun. Oder bin ich das jetzt nicht dran gestanden? Wir hätten schon. Pass auf, dann gucken wir weiter. Die Spezialverbände von Temerien. Die blauen Streifen wurden gebildet, nachdem sich die lausigen Schildträger im Kampf gegen die mobilen Einheiten der Skoyatel als Riesenreinfall erwiesen hatten. Die ersten Spezialverbände wurden von König Demaven zusammengestellt und von der berüchtigten weißen Raila angeführt. Im Kampf gegen die Eichhörnchen fielen sie durch Effektivität und Erbarmungslosigkeit gleichermaßen auf. Ihr Hass auf Anderlinge sprengte, milde formuliert, den beruflichen Rahmen. Die Skoyatel hassten die Verbände ebenso sehr und die Gefechte verliefen entsprechend brutal. Außer der Bekämpfung von Freischärlern versahen die blauen Streifen eine Reihe weiterer gefährlicher Aufgaben und genossen den Ruf exzellenter Könner. Die Riten von Midadelte hatten wir schon, ne? Midsommar, genau, den hatten wir schon. Ja, dann haben wir noch, das hatten wir auch schon. Dann haben wir noch Monstrum oder die wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Einst waren Hexer so zahlreich wie die Bestien, die sie bekämpften. Heute jedoch betrachtet man sie als Relikte vergangener Zeiten. Die Einzelheiten ihrer Ausbildung sind ein Geheimnis. Man weiß, dass die sogenannten Proben ein Teil davon sind, Prozesse, die von bestimmten Kräutern und Elixieren ausgelöst werden und den Organismus verändern. Wer sie überlebt, erlangt übernatürliche schnelle Reflexe, kann im Dunkeln sehen und hat eine Reihe weiterer Eigenschaften, die ihn zu einem tödlichen Gegner machen. Auch im Schwertkampf werden Hexer ausgebildet und sie erlernen grundlegende Magie, die sogenannten Zeichen. So können sie effektiv ihre Aufgabe erfüllen und die Menschen vor den Monstern in der Welt beschützen. So, Mode heute, feudale Gesellschaft und ihre Feine. Da fehlt wohl ein Stück vom Titel. Skoyatel ist der Name der Freiheitskämpfer unter den Anderlingen. Er bedeutet Eichhörnchen. Einige sagen, er gehe auf die Eichhörnchenschwänze an ihren Kappen zurück. Andere vermuten die Ursache in der Nahrung, die die Wälder den Skoyatel bieten. Die Eichhörnchen bilden 10 bis 20 Mann starke Trupps, vor allem aus Elfen, aber auch aus Zwergen und Halblingen. Im letzten Krieg gegen Nilfgaard hatten die Skoyatel auf Seiten des Kaiserreichs gekämpft, Aufruhr verursacht und hinter den nördlichen Linien große Schäden angerichtet. Nach dem Frieden von Sintra kämpften viele Skoyatel weiter, erst recht, als sich zeigte, dass Nilfgaard sie für diesen Frieden verraten und ihre Anführer zur Hinrichtung an die nördlichen Königreiche ausgeliefert hatte. So, was haben wir noch so Schönes? Die Temerische Dynastie. Die Tochter von König Foltest, schon im Mutterleib verflucht, kam als tote Bestie zur Welt. Man begrub sie, doch sie wuchs, bis sie sich eines Tages als grässliche Striege aus dem Grab erhob. Die scharfzahnige Prinzessin terrorisierte Vizima, bis Geralt sie von ihrem finsteren Fluch befreite. Jahre später ergriff der Fluch erneut Macht über Adar und wieder musste der Hexer sich der Striege entgegenstellen. Diesmal war jedoch Politik im Spiel. Der Orden der Flammenrose hatte für die neuerliche Verwandlung gesorgt, um Chaos in Vizima zu stiften und König Foltest zu entmachten. Dann haben wir noch die Magiekunst. Die Macht über die Zauberergebieten wird gemeinhin Magie genannt. Eine mir persönlich bekannte Zauberin sagt, Magie sei Chaos, Kunst, Wissenschaft, Fluch, Segen und Fortschritt. Mag poetisch klingen, trifft den Nagel jedoch auf den Kopf.
Alles hängt davon ab, wer sich hier ihrer bedient. Tatsache ist, dass sich mit Magie Dinge bewerkstelligen lassen, die ohne sie undenkbar wären. Hexerzeichen sind auch eine Form der Magie. Sie können sich jedoch nicht messen mit den Kräften, über die die Magier gebieten, und werden darum von diesen belächelt. Ohne Magie wäre die Welt ärmer. Viel Schönes hätte sich niemals ereignet. Na, ich werde auch genauso viel Schlechtes. Ah, was haben wir da noch? Die große Dreifaltigkeit. Die große Melitele ist unter anderem die Göttin der Liebe, der Ehe, der Fruchtbarkeit, der Natur und des Überflusses. In ihrem Kult fließen die Vorstellungen zahlreicher Völker und Kulturen zusammen, die sich auf die genannten Lebensbereiche beziehen. Melitele erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Dafür gibt es zwar viele Erklärungen, aber in meinen Augen liegt der Grund auf der Hand. Es handelt sich in erster Linie um ein Frauenkult. Die Göttin ist auch die Schutzpatronin der Gebärenden, die in den Wehen nicht nur das männliche Geschlecht verdammen und schwören, nie wieder einen Mann in ihr Bett zu lassen, sondern auch stets eine Gottheit um Hilfe anrufen, am liebsten Melitele. Weil Frauen bis in alle Ewigkeit gebären werden, braucht sich Melitele keine Gedanken über die Zahl ihrer Anhängerschaft zu machen. Und die Geschichte Mahakams. Zwerge. Die Zwerge sind eines der alten Völker, untersetzt, stämmig, bärtig, bassstimmig und kleiner als Menschen. Außerdem sind sie hart und geradlinig, manche sagen mürrisch, gierig und schroff. Ich möchte unterstreichen, dass ich diese Auffassung nicht teile, sondern nur der Vollständigkeit halber erwähne, auch wenn sie von dumpfen, bornierten Lackaffen stammt. Die bergige Heimat der Zwerge heißt Mahakam und ist für die Bergwerke berühmt, in denen Erze und kostbares Gestein abgebaut werden. Zwerge sind tolerant gegenüber neuen Nachbarn, was man von Menschen nicht unbedingt behaupten kann, und viele von ihnen leben in Menschenstädten. Trotz Schikanen, Verfolgungen, sogar blutiger Pogrome gestaltete sich das Zusammenleben mit den Zwergen um vieles friedlicher als das mit den Elfen. Mit ihrem Talent für Handwerk und Handel sind sie oft hervorragende Kaufleute, Bankiers, Schmiede und Waffenschmiede. Dann gucken wir uns noch den Kairan an, eine Monographie. Der Kairan ist einzigartig, im Nichts ähnelt er irgendeinem anderen Geschöpf auf Erden. Zweifellos stammt er aus der Zeit der Zwergenkonjunktion, ist also in der Phase hier aufgetaucht, in der sich mehrere Universum durchdrangen. Er erwählte den Ponta zu seiner Heimstadt und lebt dort bis heute. Die Chronisten verzeichnen seit Jahrhunderten, wann und wo er gesichtet wird. Es ist nicht einmal sicher, ob es wirklich immer derselbe Kairan ist, der sich da träge flussauf oder abwärts bewegt, und ob er es irgendwie fertiggebracht hat, sich zu vermehren. Und der Aufstand von Vizima. Steht da nicht dran, ob wir das Buch schon kennen? Nee, ne? Bisschen schade, aber im ersten Teil stand das doch dran. Die unter diesem Namen bekannten Ereignisse fanden kurz nach der rätselhaften Rückkehr des Hexers statt. Jakob von Aldersberg, der Großmeister des Ordens der Flammenrose, plante eine neue, bessere Welt, unter seiner Herrschaft, versteht sich. Er benutzte seine Macht über den Orden, heizte den Dauerkonflikt mit den Skoyatell an, bis er bedrohlich für Vizima wurde und erhob sich schließlich mit einem Mutantenheer gegen König Foltest. Die Kämpfe zwischen Orden, Skoyatell und königstreuen Truppen ging als Aufstand von Vizima in die Geschichtsbücher ein. Die Historiker mögen diese Ereignisse bewerten, wie sie wollen. Foltest gelang es jedenfalls, den Aufstand niederzuschlagen. So, der Aufstand von Vizima, das Tal der Blumen. Das Königreich von Dol Blatana. Dol Blatana bedeutet in der älteren Rede Tal der Blumen. Wer das Tal je mit eigenen Augen gesehen hat, wird zugeben, dass der Name so poetisch wie treffend ist. Einst war es das östliche Grenzgebiet des Königreichs Edirn. Heute ist es der einzige freie Elfenstaat, entstanden nach dem letzten Nilfgaard-Krieg. Als Dank des Kaisers Emir War Emreis an die Elfen für ihre Verdienste im Kampf. Hier herrscht die Zauberin Francesca
Finderbär, auch als Enid an Glenna bekannt, die Aster aus den Tälern. Dolblatana ist seinen Nachbarstaaten ein Dorn im Auge, obwohl sich seine Herrscherin gezwungenermaßen von den Skoyatel und ihren Zielen distanziert hat. Das Endriagenbuch hatten wir schon, ne? Das war ja. Nee, hatten wir noch nicht. Endriagen sind Waldwesen, die an Spinnen erinnern. Besonders wohl fühlen sie sich auf feuchten Wiesen mit hohem Gras. Endriagen sind nicht bloß sind nicht groß, sondern lang. Sie bewegen sich auf vier Pfoten und werden von ihrer Beute selten bemerkt, wenn sie reglos lauern. Wie Kikimoras spezialisieren sich Endriagen. Die meisten sind Soldaten, einige sind Wächter. Königinnen sind sehr selten. Die Königinnen befestigen ihre Eier in Kokons an Bäumen. Was ist denn heute los? Hieraus schlüpfen neue Endriagen. Alle Kokons in einem Baum bilden ein Nest. Die Königinnen sitzen gut bewacht in ihrem Versteck und interessieren sich nur für das Nest. Wird es attackiert, kommen sie hervor und stürzen sich auf den Angreifer. Will man Endriagen loswerden, sollte man die Königinnen aus den Verstecken locken und töten. Dazu könnte man die Kokons anzünden. So, die Ertrunken hatten wir aber gerade. Genau, und dann kommt bloß noch die neuen Krankenhausakten. So, okay, dann haben wir alle Bücher gelesen, nicht? Ich möchte gerne... Darf ich mal einen Blick auf deine Bücher werfen? Natürlich, lass dir Zeit. Ich möchte die wieder loswerden, die Bücher. So, müssen wir nicht mitschleppen. Also, das Tal der Blumen. Kriegen wir jetzt ein bisschen Geld zurück. Kairan, Markham, Dele, Magiekunst, Mehrere Dynastien, drei Jahre unter Triagen, Scheinung, Trunkene, feudale Gesellschaft mit dem halben Titel, die Moderhäute. Kann ich hier jetzt verkaufen? Nee, die gehören tatsächlich zum Questgegenständen. Mist. Das Monstrum oder Wahrhaftigkeit und die Neckar im Nebel. Die Riten, die hatten wir ja schon. Die Spezialverbände von Temerien. So. Dann haben wir das. Hat er noch irgendwas Schönes? Nee, tatsächlich nur Bücher. Die hatten die ihm gerade alle abgekauft. Ja, geizig sind sie. Zurückgeben sonst kaum was. So, Zigota. Zigota. Ja, genau, Zigota. Ach, dieses Spiel. Ja, da sind wir wieder. Da hat das Spiel sich mal wieder sang- und klanglos weggehauen. Mal gucken. Ich habe mal den Steam Cloud Sync mal ausgemacht. Vielleicht hilft's. So, was haben wir denn jetzt Neues erfahren? Einmal einer Gausel. Das erste Teil kennen wir ja schon. Wären die Anderlinge von Bindegarn als Gemeinschaft organisiert gewesen, hätte der Zwerg einer Gausel wohl die Funktion eines Vorstehers erfüllt. Obschon ihn die Skoyatel für einen Kollaborateur an der Leine der Menschen hielten, bemühte sich einer, die Interessen der Minderheiten so gut wie möglich zu vertreten. Auch wenn das hieß, dass er bei Korrespondenz mit dem Kommandanten als Mittelsmann fungieren musste. Außerdem führte er eine Art Buchladen, der für ein solches Kaff durchaus beeindruckende Titel feilbot. Ja, und Marlena. Marlena hatte die Soldaten tatsächlich in die Falle gelockt. Ihr Schicksal lag nunmehr in Geralds Händen. Ja, naja, ja, wenn wir sie denn finden würden. Ach ja, guckt, Rupert und Gridley. Gerald traf bei den Ruinen im Wald hinter der Faktorei Flotsam auf Rupert. Dieser Medikus aus Eden hatte sich mit seinem Gefährten Gridley auf die Suche nach seltenen Kräutern in dieser Gegend gemacht, jedoch die Gefahren unterschätzt, die Wald und Ruinen bargen. Ruperts Bericht war nicht vollständig gewesen. Als Medikus im Armeelazarett während des Nilfgaard-Krieges hatte er zusammen mit seinen Kameraden ein schändliches Verbrechen begangen und einen nilfgaardschen Soldaten zu Tode gequält. Nun, Jahre später hatte dessen Geist die Täter an den Ort des Frevels zurückbefohlen, um sich zu rächen.
Obwohl Rupert ein widerlicher Lump war, lieferte ihn Geralt nicht an den Geist aus. Dennoch fand er, dass die Schurken für ihre Taten büßen mussten. Bei der unverhofften Intervention einer Frau wurden sie festgenommen. Gewiss wegen weiterer Verbrechen. Und Gridley. Gridley, Ruperts Gefährte, steckte in einer Wildnis ohne Götter und Menschen inmitten finsterer Ruinen ziemlich in der Klemme. Geralt fand ihn rechtzeitig und erfuhr, wer der Mann war und was ihn zu solchem Leichtsinn bewogen hatte. Gridley und Rupert waren während des Krieges in dieser Gegend stationiert gewesen und hatten mit ihrer Abteilung einen nilfgaardischen Soldaten zu Tode gefoltert, um an dessen Gold zu kommen. Nun, Jahre später hatte der Geist des Ermordeten die beiden gezwungen, an den Ort ihres Verbrechens zurückzukehren. Geralt lieferte die beiden zwar nicht an den Geist aus, befand jedoch, dass sie für ihre Untaten gerade stehen mussten. Die Intervention einer gewissen Frau besiegelte ihr Schicksal. Die Missetäter hatten noch mehr Frevel auf sich geladen, für die sie nun büßen mussten. Ja gut, okay, sonst haben wir dich jetzt nicht großartig Neues. Die Monster haben wir jetzt alles gelernt. Aufwertung aus Endriagenhaut. Ja gut. Ja, die komische Bombe, die können wir noch nicht bauen. Also die Neckarnester. So, lass mal kurz gucken. Orens. Die Bücher habe ich wieder verkauft, ne? Ja, gut. Dann gehen wir erstmal raus. Und da ist das Spiel schon wieder weg. Hey, einer Gausens Hütte ist nicht gut, so oft wie das Spiel da drin abgeschmiert ist. So, wir stehen wieder vor der Tür mit 25.000 Tricks. So. Ja, was machen wir denn noch? Können wir noch... Ah ja, wir können noch Zikuta, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Dafür haben wir noch Zeit. Es wäre doch gelacht, wenn wir den nicht im Pokern besiegen. Also, Würfelpokern. So, da wohnte doch hier hinten auch. Gut Pfad. Gesundheit. Ui, guck mal. Ich guck. Da ist er. Der pennt immer noch. Lass uns würfeln. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Warum macht das immer jeder? Was? In die Vollen. Zwei Sechsen. Er hat schon drei Sechsen. Das ist nicht gut. Kriegt. Ist jetzt aber verloren. Normal. Für Segurta spielst du zu schwach. Sag mir Bescheid, wenn du wieder mal verlieren willst. Habe nicht die Absicht. Doch, hab ich. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? So, ab in die Vollen nochmal, ja. Zwei Sechsen und zwei Vieren, das ist gar nicht mal so schlecht. Was hat er? Ja, das sieht gut aus. Ich erhöhe auf 10. Ja, wir haben gewonnen. Siehst du? Tada! Du bist gut. Da hast du dein Geld. Ich höre, du handelst mit Fallen. Stimmt. Und nicht nur damit. Ich hätte statt des Geldes gern was anderes. Bitte, such dir was aus. Sprengfallen, Fangeisen. Ich will den Kopf der Trollin. Okay,
Jetzt habe ich den Kopf der Trollin. Da ist die Trollzunge, verdammt. Schade. Das ärgert mich. Ich hätte nicht gedacht, dass da doch... Aber tatsächlich. Na gut. Warte mal, das ist doch eine Trophäe, oder? Nee, ist eine Handwerkszutat. Das ist ein Questgegenstand. Probleme mit dem Troll. Nee, die sind halt ach, mich ist noch anders gegangen. Ja, okay. Was haben wir denn noch so Schönes? Marlena, ja. Wo könnte der Marlena stecken? Nun, das werden wir wohl mal in der nächsten Folge vielleicht doch nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht doch nochmal zurück zu Hügel. Das sind eigentlich zu grün punktet. Wartet mal, hatten wir hier irgendwo Tutorials? Die Karte, Tutorials, Kampf, Tagebuch, Kampf. Sowas wie eine Karte. Karte. Ne, das haben sie natürlich nicht in den Tutorials drin. Ja, da ist ein blauer Punkt. Ich hätte aber einen grünen. Ja, ganz fix mal hier. Ist da irgendwo was zu sehen in dem Bildchen? Nee, das ist also ein ganz normaler Krempel hier. Tja, schade. Ich werde mal. Oh, hallo Triss. Ah, ist okay. Was macht sie denn hinten? Verfolgt sie uns? Ach nee, da ist sie letztens hingegangen. Das ist ja schon ewig. Ja, dann kannst du da oben einfach warten, Triss. Denn wir werden mal in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde mal nochmal gucken in der Anleitung, was diese grünen und... Das ist der grüne Punkt. Ach so, das war... So, dann war das. Das sind die grünen Punkte. Doch, Quest-Dinger. War ja doch gar nicht so falsch. Ja, aber trotzdem. Wir gucken mal nächste Folge. Ich würde tatsächlich, ja, lecker ist. Marlena müssen wir gucken. Die Trollzunge können wir hoffentlich noch für irgendwas benutzen. Aber jetzt erstmal Marlena. Wo auch immer sie stecken macht. Wir sind ja letztens an der Höhle vorbeigegangen, ne? Vielleicht gehen wir doch tatsächlich nochmal zur Höhle zurück. Ist ja hier bloß einmal um die Stadt rum. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.